Leute, muss mal kurz ein Statement loswerden an der Stelle. Ihr habt gesehen, der gute Herr hat mir jetzt hier gerade den Jute-Tee geschenkt. Das Krasse an der Sache ist, er hat das Ding hier genau so verpackt, wie ihr es hier seht, aus der Mülltonne rausgezogen. Und davon sogar 10 Stück, hat er gesagt. Was soll ich dazu sagen? Geht gar nicht sowas, ja. Nie essen oder irgendwelche Dinge wegschmeißen, könnt ihr euch merken auf jeden Fall. Und auch an eure Kinder und Enkelkinder und Enkelkinder genauso weitergeben. Kommt, wir gehen weiter. So Leute, ich bin jetzt hier in der Hall of Fame in Stuttgart angekommen und wir schauen mal, was es hier für Simple Styles gerade gibt derzeit. Wir werden schon auf jeden Fall irgendwas finden und ich sage euch dann ein bisschen was zu. Ah, okay, da ist schon was, guck mal. Schönes Astor, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Beispiel für ein Simple Style. Was ich an dem Style halt richtig geil finde auch, ist, dass er die Buchstaben auch immer so ein bisschen aufbläst, ja. Ah, hier ist schon reingekrost. Dazu gibt es demnächst auch mal noch ein Video, kurz an der Stelle. Diese Crossereien, das geht gar nicht, ja. Aber dazu im nächsten Video dann mehr. Zurück zum Style. Auf jeden Fall hat der Style hier, ist schön aufgeblasen, ja. Nice Buchstaben. Man hat einfach das Gefühl, die leben. Jetzt guck dir mal das R an, ja, zum Beispiel. Das bounced richtig schön. Auf jeden Fall ein schönes Ding. Hat er noch einen Charakter eingebaut. Ja, Top-Teil auf jeden Fall. Das macht jetzt diese Art von Simple Style aus. Und ich habe da drüben schon den nächsten gesehen. Komm gleich mal mit. So, das ist natürlich auch eine Killerwand hier. Richtig schön. Glück und Fate. Ja. Das Ganze, also das ist auch die Kategorie Simple Style, aber das Ganze hat natürlich so einen Latino-Touch drin, ja, so einen Latino-Flavor von den Buchstabentypen, also von der Typografie her. Aber richtig schön ausgearbeitet, ja, wenn du das mal anguckst. Die Proportionen stimmen einwandfrei. Müssen sie aber auch bei der Art von Style, weil sonst siehst du das Gleiche. Also, sehr schöne Wand auf jeden Fall. Jungs, ne? Ja, dann würde ich sagen, dann suchen wir uns mal eine Wand, die wir malen können, oder? Ab geht der Peter!